Dafür brauchen wir aber noch einen neuen Begriff. Sei A eine Menge von Mengen. Ich mache jetzt aus didaktischen Gründen was, was nicht unbedingt in jedem Buch so gemacht wird und wir werden das auch nicht die ganze Vorlesung über durchziehen. Aber jetzt im Moment, weil das vielleicht am Anfang ein bisschen abstrakt ist, verwende ich drei Sorten von Buchstaben. Ich nehme solche Schreibschriftbuchstaben für Mengen von Mengen. Ich nehme normale Großbuchstaben für einfache Mengen und ich nehme Kleinbuchstaben für die Elemente von diesen Mengen. Dann haben Sie sozusagen drei Level. Elemente, Mengen von diesen Elementen, Mengen von Mengen. Ich habe eine Menge von Mengen und wir definieren jetzt zwei Sachen. Wir definieren, was es bedeuten soll, die Vereinigungsmenge von A zu bilden und wir definieren, was es bedeuten soll, die Schnittmenge von A zu bilden. Das schreiben wir manchmal auch anders, manchmal schreibt man das auch so. Die Vereinigung über die M aus A, M, und dies schreibt man dann entsprechend, der Schnitt über die M aus A, M. Hiermit ist gemeint, die Menge aller Objekte, sagen wir mal X, für die gilt, es gibt mindestens eine Menge aus A, sodass X aus dieser Menge ist. Und dieses Ding hier ist fast dasselbe, nur für alle. Wenn X in allen Elementen aus A drin ist, dann kommt es da rein. Und da muss ich jetzt vorsichtshalber dazu schreiben, das Letztere ist nur erlaubt für den Fall, dass in diesem Ding überhaupt irgendwelche Mengen drin sind. Sonst darf ich das nicht hinschreiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie am Anfang erstmal mit dieser Definition gar nichts anfangen können. Darum jetzt erstmal ein paar ganz einfache Beispiele. Wir konzentrieren uns erstmal auf die obere, die Vereinigungsmenge. Sie werden dann sehen, bei der Schnittmenge ist das alles genau gleich, nur dass wir dann immer Vereinigung durch Schnitt ersetzen müssen. Also nehmen wir mal als A, das sollte hier eine Menge von Mengen sein, das folgende. Sagen wir mal 1, 4 und 2, 3, 5. Das ist eine Menge von Mengen. Und jetzt bilden wir die Vereinigungsmenge davon. Und jetzt schreiben wir das erstmal einfach ab. Das ist die Menge aller Objekte, für die es ein C gibt aus A, sodass X aus C ist. Das ist nur abgeschrieben. Was könnte C sein? Was kommt für C in Frage? Hier steht ja, C muss ein Element von A sein. Und A hat nur zwei Elemente, also ist C entweder das oder das. Das heißt also, dieses Ding bedeutet eigentlich nichts anderes als X ist aus 1, 4 oder X ist aus 2, 3, 5. Mehr steht da nicht. Das ist nur scheinbar komplizierter aufgeschrieben, um Sie zu ärgern. Natürlich nicht. Wir werden gleich sehen, dass man damit noch mehr machen kann. Aber wenn es nur um das hier ginge, dann wäre es tatsächlich nur eine neue Art, etwas aufzuschreiben, was wir schon können. Denn dieses wiederum kann ich, ich hoffe, Ihnen ist das klar, ganz einfach so schreiben. Das ist nichts weiter als 1, 4 vereinigt mit 2, 3, 5. So hatten wir Vereinigung ursprünglich definiert. Wir hatten gesagt, die Vereinigung von zwei Mengen ist die Menge aller Dinge, die in der einen oder in der anderen drin sind. Das ist genau das, was hier steht. Ich habe es einfach nur abgeschrieben. Was wir uns gerade überlegt haben, ich schreibe es nochmal ausführlich hin, die Vereinigungsmenge über eine Menge, die aus zwei Mengen besteht, ist nichts weiter als das hier. Das ist alles. Das ist genau das, was wir uns eben an diesem Beispiel überlegt haben. Solange ich mich nur mit so kleinen Mengen beschäftige, bringt diese neue Schreibweise auf den ersten Blick eigentlich gar nichts Tolles Neues. Wir gucken uns aber nochmal ein weiteres Beispiel an. Nehmen wir mal, B soll sein eine Menge, machen wir es mal ein bisschen abstrakter, die aus drei Mengen besteht, x, y, z. Das ist jetzt so gemeint, dass x, y, z Mengen sind. Und jetzt überlegen wir uns, was bedeutet die Vereinigung über B. Das ist die Vereinigungsmenge über dieses Ding hier. Das ist die Menge aller x, für die gilt, es gibt ein C aus meinem ursprünglichen Ding, sodass x aus c ist. So, jetzt kann ich mir das Gleiche wieder überlegen und kann sagen, was kann denn c überhaupt sein? C muss eins von Elementen aus b sein und da gibt es ja nur drei, x, y oder z. Das heißt, ich kann dies auch ein bisschen ausführlicher so hinschreiben, das ist die Menge aller x, für die gilt, x ist aus groß x oder x ist aus groß y oder x ist aus groß z. Einfach nur abgeschrieben. Und das ist wiederum, das wissen wir natürlich schon, das gleiche wie x vereinigt y vereinigt mit z. Und das können Sie jetzt auch analog fortsetzen und Sie nehmen statt drei Mengen vier Mengen oder fünf Mengen. In dem Sinne ist dieses Vereinigungszeichen einfach so eine ganz simple Abkürzung, wo man sagt, ich vereinige einfach alle Mengen, die dahinter stehen.
Aber das ist trotzdem was Neues, weil durch dieses Vereinigungszeichen wir jetzt auch eine Vereinigung machen können über unendlich viele Mengen. Dafür macht man das eigentlich. Ich nehme mal eine Menge von unendlich vielen Mengen. Das wäre also sowas wie x1, x2, x3 und so weiter. Wir nehmen auch gleich ein konkretes Beispiel. Aber stellen Sie sich vor, wir haben unendlich viele Mengen. Was würde das jetzt bedeuten, die Vereinigung über dieses Ding zu machen? Das ist sinngemäß das Gleiche, was oben auch passiert. Das heißt, wir würden jetzt eigentlich meinen damit, x1 vereinigt mit x2, vereinigt mit x3, vereinigt mit und so weiter. Im gewissen Sinne ist dieses Vereinigungsmengenzeichen einfach die Möglichkeit für uns, sowas wie unendliche Vereinigungen hinzuschreiben. Das konnten wir bisher nicht, weil überhaupt nicht klar war, was damit hätte gemeint sein sollen, wenn ich schreibe x1 vereinigt mit x2 vereinigt mit x3 und so weiter. Aber damit ist nichts weiter gemeint als das, was da oben steht. In der Vereinigung von beliebig vielen Mengen sind einfach alle Dinge drin, die in mindestens einer von denen drin sind. Das ist einfach nur eine Fortschreibung des Gedankens der Vereinigung von zwei Mengen. Ich schreibe diesmal in Häkchen, weil damit klar ist, was gemeint ist, aber die formale Definition muss anders aussehen, weil wir dies eigentlich gar nicht hinschreiben dürfen. Was sollte das bedeuten? Wir wissen nicht, was das bedeutet. Hier oben steht, wie es gemeint ist. Bevor wir jetzt mal ein bisschen kompliziertere Beispiele nehmen, beim Schnitt passiert genau dasselbe. Sie können das Gleiche, was wir hier mit der Vereinigung gemacht haben, komplett so abschreiben und schreiben nur immer überall statt des Vereinigungszeichens das Schnittzeichen hin. Das Einzige, was sich ändert, ist dann, dass aus es gibt für alle wird. Und dann würden Sie hier zum Beispiel stehen haben, der Schnitt über a ist die Menge aller x, sodass x in 1, 4 ist und x ist in 2, 3, 5 drin, weil für alle ja heißt, alle Aussagen müssen wahr sein. Und dann müssen Sie hier auch die Vereinigung durch Schnitt ersetzen. Das ist völlig analog. Ein bisschen interessantere Beispiele nehmen wir, a soll sein diese Menge hier. Und wir fragen uns, was das ist. Dieses hier ist gemeint, wie wir das schon in der Kombinatorik hatten. Das ist die Menge der Zahlen von 1 bis n. Das heißt, dies ist eine Menge von Mengen. Ich würde sagen, ich lasse Ihnen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, selbst darüber nachzudenken. Was kommt raus, wenn ich alle Elemente von A vereinige? Was kommt raus, wenn ich alle Elemente von A miteinander schneide? Ich mache das nochmal ein bisschen ausführlicher. Also erst nochmal, wie ist das gemeint? Das ist das, was ich hier oben in Häkchen geschrieben habe. Gemeint ist damit, dass Sie diese Menge vereinigen mit dieser Menge, vereinigen mit dieser Menge und so weiter. Die werden alle in einen Topf geschmissen. Das war das, was damit gemeint ist. Ich zeige Ihnen nochmal ein paar andere Schreibweisen, die Sie auch öfter in Büchern sehen werden. Wenn Sie schon mal sowas wie ein Summenzeichen oder so gesehen haben, werden Ihnen diese Schreibweisen, glaube ich, klar sein, wie das gemeint ist. Manche Leute würden das zum Beispiel so schreiben, die Vereinigung der n aus n plus n. Das heißt, ich vereinige diese Dinger hier alle und n durchläuft die ganzen positiven natürlichen Zahlen. Oder manche Leute würden das vielleicht auch so schreiben, die Vereinigung dieser Dinger, sodass n von 1 bis unendlich läuft. Sowas in der Art. Aber ich glaube, diese Schreibweisen sind alle so mehr oder weniger selbsterklärend. Was die alle gemeinsam haben, ist, da steht so ein großes Vereinigungszeichen. Das ist das, was gemeint ist, nur mit verschiedenen Schreibweisen. Und was kommt jetzt raus? Ich schreibe dies vielleicht nochmal ausführlich hin. Dies ist ja Singleton 1. Und das vereinigen Sie mit 1, 2. Und das vereinigen Sie mit 1, 2, 3. Und so weiter. Vereinigen heißt ja alles in einen Topf schmeißen. Sie stellen sich also vor, Sie fangen erstmal mit gar nichts an, dann kommt die 1 da rein. Im nächsten Schritt packen Sie die 1 dazu, okay, die hatten Sie schon, dann kommt aber die 2 dazu, neu. Nächster Schritt, Sie packen die 1 rein, na gut, die hatten Sie schon, dann packen Sie die 2 rein, hatten Sie auch schon, aber die 3 kommt dazu, neu. So kommt in jedem Schritt eine Zahl dazu, Punkt, Punkt, Punkt. Und weil Sie nie aufhören, weil das ein unendlicher Prozess ist, haben Sie am Ende alle Zahlen zusammen. Das ist das, was eben auch vorgeschlagen wurde. Dies schreibe ich jetzt nicht mehr so ausführlich hin, sondern ich fange gleich mit der untersten Zeile an. Das würde jetzt darauf hinauslaufen, dass Sie das machen. Also eigentlich das Gleiche wie vorher, nur dass überall jetzt Durchschnitt statt Vereinigung steht. Was kommt denn da raus? Ja, da kommt Singleton 1 raus. Und das ist eigentlich auch total easy, wenn Sie sich mal anschauen, was da steht. Sie fangen an mit Singleton 1 und wenn ich etwas schneide, kann das ja höchstens weniger werden. Ich habe eine Menge und schneide die mit irgendwas, dann wird das nicht mehr. Da kommt ja nichts dazu, sondern es wird höchstens durch das Schneiden was weggenommen. Das heißt, das Allerhöchste, was ich erwarten kann, ist, dass das Singleton 1 rauskommt. Und es kommt auch Singleton 1 raus, weil in allen anderen Mengen, mit denen noch geschnitten wird, auch immer die 1 mit drin ist.
Das geht ja immer mit 1 los. Also das Einzige, was in allen Mengen drin ist, ist 1. Was würde sich denn ändern, wenn ich das hier wegmache? Wir hatten darüber gesprochen, was das hier ist. Das ist die leere Menge. Wir hatten gesagt, in eckigen Klammern n ist die Menge der Zahlen von 1 bis n. Und die Menge der Zahlen von 1 bis 0, da ist nichts drin, also das ist die leere Menge. Wenn Sie jetzt sich daran wieder erinnern und jetzt nochmal über die Aufgabe nachdenken, kommen Sie dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Hier oben hatten wir diese ganzen Dinger zusammengepackt. Und jetzt packen wir noch großzügigerweise die leere Menge dazu. Dadurch ändert sich gar nichts. Ich habe vorher alle Zahlen angesammelt, da ist n plus rausgekommen. Und jetzt packe ich noch nichts dazu. Na super, dann ändert sich auch nichts. Also kommt n plus raus. Was ändert sich beim zweiten? Da kommt die leere Menge raus. Denn der Unterschied zu vorher ist, vorher war die 1 in allen Mengen drin. Es geht darum, was ist in allen Mengen drin. Und jetzt packe ich die leere Menge noch dazu und dann ist nichts mehr in allen Mengen drin, weil in der leeren Menge ja nichts drin ist. Also ich schreibe das vielleicht nochmal dahinter. Was sich geändert hat, ist, dass hier jetzt steht, leere Menge vereinigt mit Singleton 1, vereinigt mit 1, 2 und so weiter. Und das macht nichts, weil hier einfach nichts dazukommt. Das ist das gleiche wie vorher beim Vereinigen. Aber beim Durchschnitt ist es so, dass ich hier stehen habe, leere Menge geschnitten mit dem hier, geschnitten mit dem hier und so weiter. Und da brauche ich mir den Rest gar nicht mehr anzugucken. Wenn ich leere Menge habe und die mit irgendwas schneide, dann kommt sowieso immer die leere Menge raus. Da kann gar nichts weiter passieren. Ist ja immer ganz interessant, sich die Extremfälle anzuschauen. Was müsste denn das hier sein? Das ist die leere Menge. Denn wenn Sie das lesen in der Definition, dann heißt das ja, die Menge aller Objekte x, die in mindestens einer Menge drin sind, die in der leeren Menge drin ist. Aber weil es ja kein c gibt, was in der leeren Menge drin ist, kann da nichts bei rauskommen. Ich hatte da oben ja geschrieben, dass das hier verboten ist, darum schreibe ich das nochmal hin. Und das passiert relativ selten, dass man irgendwelche Dinge nicht definiert oder nicht erlaubt und dann sollte man sich auch überlegen, warum das so ist. Das ist so ähnlich wie bei der Division durch Null. Da kann man auch begründen, warum das nicht vernünftig ist, das zu machen oder warum es nicht geht. Und die Begründung hier ist ein bisschen tricky, weil ich hatte ja zwischendurch mal gesagt, wir eigentlich nur naive Mengenlehre betreiben. Darum kann ich jetzt versuchen, Ihnen das zu erklären, aber das wird wahrscheinlich dann, wenn man es genau machen will, ein bisschen zu weit führen. Wenn ich mir die Definition durchlese, dann steht da, in diesem Durchschnitt über die leere Menge müssten alle Objekte drin sein, die in allen Mengen drin sind, die genannt werden. Weil aber keine genannt wird, müssen diese Objekte keine Bedingung erfüllen. Das heißt, mathematisch logisch betrachtet bedeutet das, im Durchschnitt über die leere Menge ist alles drin, was es gibt. Alles, was Sie sich überhaupt vorstellen können. Das wäre so etwas wie die Menge von allen Dingen. Alle natürlichen Zahlen, alle reellen Zahlen, alle Matrizen, alle Vektoren, alle Mengen, alles. Und da ist genau das Problem, an der Stelle, wo ich gesagt habe, alle Mengen. Sie müssten dann etwas haben wie die Menge aller Mengen. Und da würden dann zuerst mal solche Dinge passieren, wie man fragt sich dann, ist denn diese Menge aller Mengen da auch mit drin? Selbst das wäre nicht mal so dramatisch, aber Sie können dann so ganz komische Dinge konstruieren, die zu Widersprüchen führen. Das ist der Grund, wie ich schon mal sagte, dass man dann irgendwann feststellte, man muss Mengenlehre eigentlich vorsichtiger betreiben. Aber an dieser Stelle ziehen wir einfach als Sicherheitsvorkehrung ein, das können Sie nicht schreiben, das geht nicht. Wir nehmen noch ein weiteres Beispiel, was so ähnlich aussieht wie vorher, aber jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen Übung damit. Wir nehmen die Menge, die besteht aus natürliche Zahlen ohne Singleton n und klein n durchläuft alle natürlichen Zahlen. Auch hier ist die Frage natürlich wieder, was ist die Vereinigung darüber, was ist der Durchschnitt darüber. Ich habe das für Sie schon mal hingeschrieben, was da als Idee dahinter steht. Was meinen Sie denn, was beim ersten rauskommt, bei der Vereinigungsmenge? Das stimmt schon mal. Sie haben hier ja schon fast alles, bis auf die Null. Und im nächsten Schritt ist die 0 dabei. Allein schon in den ersten beiden Schritten haben Sie schon alle natürlichen Zahlen. Und was dann dahinter noch dazukommt, egal. Mehr als natürliche Zahlen können ja nicht dazukommen, weil alles ja Mengen von natürlichen Zahlen sind. Also schon eigentlich mit den ersten beiden Schritten ist der Fisch geputzt und dann packen Sie immer noch mehr dazu, aber das haben Sie alles schon gehabt. Beim zweiten, was kommt da raus? Das stimmt auch. Da ist es vielleicht nochmal ganz gut, sich an die Definition zu erinnern. Der Schnitt über A, dieses Ding hier, bedeutet ja, wir sammeln alle Objekte, die in allen diesen Mengen drin sind.
Und keine der natürlichen Zahlen ist in all diesen Mengen drin. Die 0 ist in der ersten Menge nicht drin, die 1 ist in der zweiten Menge nicht drin, die 2 ist in der dritten Menge nicht drin, die 42 ist in der 43. Menge nicht drin. Jede von den Zahlen kommt einmal nicht vor und das reicht ja, weil die Bedingung ist, wir sammeln nur die, die in allen Mengen drin sind. Keine Zahl ist in allen Mengen drin. Ich gehe nochmal auf diesen Fehler von vorhin ein, weil der so häufig ist und dann haben wir ihn zumindest mal für die Nachwelt aufgehoben. Stellen Sie sich vor, Sie haben diese Frage, wie viele Teilmengen hat die Menge der natürlichen Zahlen k, die zwischen 1 und n liegen? Wir haben dafür eine andere Schreibweise schon kennengelernt, aber ich habe extra mal diese Schreibweise genommen und ich zeige Ihnen jetzt nochmal die falsche Antwort und die richtige Antwort und versuche nochmal zu erklären, wie Sie sich klar machen können, warum die eine Antwort falsch ist oder woran man erkennen kann, was man machen darf und was nicht. Aber vielleicht sagen Sie mir zuerst mal, was denn hier die richtige Antwort wäre. Diese Menge hat 2 hoch n Teilmengen, weil sie n Elemente hat. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wann ergeben Buchstaben in einer Antwort Sinn und wann nicht. Das ist ja das Ding, worüber wir vorhin gesprochen haben. Hier kommen 2 Buchstaben vor, hier kommt ein k und ein n vor. Wieso ist es okay zu sagen, dass das Ding 2 hoch n Elemente hat und wieso wäre es nicht okay zu sagen, dass das Ding 2 hoch k Elemente hat? Wie kann man sich da eine Regel für zurechtlegen, wann Buchstaben in einer Antwort Sinn ergeben und wann nicht? Eine Art daran zu gehen, ist sich klarzumachen, dass das k nur eine Laufvariable ist, die ich durch irgendeinen anderen Buchstaben ersetzen könnte und das n nicht. Das ist aber nicht so ganz richtig, diese Erklärung, darum habe ich da in der Pause eben nochmal drüber nachgedacht. Ich könnte natürlich in der Aufgabe auch das n durch einen anderen Buchstaben ersetzen. Darum ist es vielleicht besser, Sie machen sich das folgendermaßen klar. Würde die Aufgabe noch Sinn ergeben, wenn ich das n durch ein konkretes Objekt ersetzen würde? Ja. N soll eine offensichtlich eine natürliche Zahl sein. Das heißt, wenn ich jetzt stattdessen sagen würde, wie viele Teilmengen hat die Menge aller k, für die gilt 1 ist kleiner gleich k, kleiner gleich 17, dann wäre die Antwort 2 hoch 17. Das heißt, das n kann ich durch eine konkrete Zahl ersetzen, dann wird die Frage konkreter und die Antwort wird konkreter. Aber das k kann ich nicht durch eine konkrete Zahl ersetzen. Dann würde dann nämlich stehen, wie viele Teilmengen hat die Menge der 17 aus n, für die 1 kleiner gleich 17 kleiner n ist. Das ist Blödsinn, weil es überhaupt keinen Sinn mehr ergeben würde. Laufvariablen sind Namen für irgendwelche Platzhalter, die ich auch durch andere Buchstaben ersetzen kann, die ich aber nicht durch konkrete Objekte ersetzen kann, weil sie Platzhalter sind, die durch irgendwas laufen. Und die können in der Antwort nicht vorkommen, weil sie in dem Sinne bedeutungslos sind. Wenn Buchstaben in Ihrer Antwort vorkommen, dann können das nur solche Buchstaben sein, die man bereits in der Frage durch konkrete Objekte ersetzen könnte. Die Frage links ist eine allgemeine Frage mit einer allgemeinen Antwort. Die hatten wir sogar als Satz im Skript stehen. Die besagt nämlich, wenn ich eine Menge mit n Elementen habe, dann hat die immer 2 hoch n Teilmengen. Und in diesen Satz kann ich konkrete Zahlen einsetzen. Wenn ich weiß, dass die Menge 3 Elemente hat, hat sie 2 hoch 3, also 8 Teilmengen. Wenn ich weiß, dass sie 10 Elemente hat, dann hat sie 2 hoch 10, also 1024 Teilmengen und so weiter. Darum ergibt das n Sinn. Das n ist Teil der Aufgabe und kann durch einen konkreten Wert ersetzt werden. Das k ist Begleitmusik. Das ist nur ein Ding, was da stehen muss als Platzhalter und das könnte auch l heißen oder m oder x oder irgendwas. Und das würde die Frage nicht ändern. Und insbesondere würde es die Antwort nicht ändern. Das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Und ich glaube, die Erklärung mit der Laufvariablen ist vielleicht immer noch so ein kleinen Tick zu abstrakt. Aber wenn Sie sich klar machen, Buchstaben, die in Ihrer Antwort vorkommen können, müssen Buchstaben sein, die man auch durch konkrete Objekte ersetzen kann. Und damit natürlich auch in der Frage. Dann geht das. Und rechts geht das nicht. Sie können das K nicht durch 17 ersetzen. Dann ist die Frage schon unsinnig. Gut, das ist jetzt für ewig auf Video, es wird nie wieder jemand falsch machen. Der Bertrand Russell, den ich vorhin zitiert habe, der hat mal den schönen Satz gesagt, es gibt so viele Fehler, die man machen kann, es wäre Verschwendung, einen Fehler doppelt zu machen.